Frustrierendes Fazit am Internationalen Tag der Pflege. Wir fragen nach bei der CSU-Bundestagsabgeordneten Emmy Zollner aus Lichtenfels. Sie ist gelernte Krankenschwester und sitzt im Gesundheitsausschuss des Bundestages. Frau Zollner, das waren sehr drastische Aussagen, die wir gerade im Film gehört haben. Was macht das mit Ihnen? Natürlich lässt es mich innehalten und es macht mir auch nicht zufrieden, sondern natürlich ist es ganz klar erklärtes Ziel der Politik, dass wir die Pflege stärken wollen. Und da geht es um eine leistungsgerechte Entlohnung. Es geht um Wertschätzung und es geht darum, dass eben Pflegekräfte auch im Beruf Mensch sein dürfen und nicht nur als Arbeitsmaschinen abgestempelt werden. Aber wir haben gerade ja gehört, das kommt so nicht an, sondern der Notstand ist groß, trotz des Beifalls, der den Corona-Heldinnen und Helden gespendet wurde. Was läuft da schief? Sie sind in der Regierungsverantwortung. Wir haben einen ganz entscheidenden Schritt gemacht. Wir haben nämlich bei der Finanzierung der Krankenhäuser die Pflege herausgenommen und separat in ein Budget gestellt. Und das ist wie ein Schutzschirm für die Pflege. Dieses Geld kann nicht mehr zweckentfremdet werden, sondern fließt der Pflege eins zu eins zu. Es sorgt dafür, dass die Abwärtsspirale in der Pflege endlich durchbrochen wird. Und es sorgt auch dafür, dass es eben die Klinikchefs nicht kalt lassen kann und dass sie eben eine Antwort darauf geben müssen, wenn eben Missstände auch angesprochen werden. Und wir brauchen jetzt im zweiten Schritt ein Bemessungsinstrument, das pro Krankenhaus gerechnet wird, sodass wir auch sicher gehen können, dass eben die Pflege an der Anzahl den entsprechenden Krankenhäusern zur Verfügung steht, die sie eben auch benötigen. Und das muss in einem weiteren Schritt zwingend folgen. Hand aufs Herz, ist das der große Wurf, den wir brauchen, damit die Pflege endlich wertgeschätzt und entsprechend honoriert wird? Es ist ein Maßnahmenbündel, das ist es immer. Und ich werbe sehr dafür, dass wir in der nächsten Legislatur einen, falls wir wieder die Koalitionsverhandlungen mitführen dürfen, einen separaten Tisch Pflege organisieren, der losgelöst ist von dem großen Thema der Gesundheit, um da eben eine grundlegende Pflegereform auch auf den Weg zu bringen. Denn es geht eben nach der Pandemie gerade darum, dass wir auf der einen Seite wissen, dass wir die Wirtschaft nicht übermäßig belasten können mit weiteren Steuern, beispielsweise, sondern die Sozialabgaben bei 40% halten wollen. Und auf der anderen Seite wissen wir aber, dass die Pflege eben weiter eine Steigerung bei den Löhnen braucht, einen verbesserten Nachtzuschlag und auch insgesamt in der Versorgung. Deswegen müssen wir eben an die Strukturen ran, um eben Ressourcen besser zu nutzen. Beispielsweise kann ich bis heute nicht verstehen, warum wir uns leisten, einen medizinischen Dienst der Krankenkassen, der eben zusätzlich neben der Heimaufsicht die Pflegeheime kontrolliert. Ich bin dafür, dass wir den medizinischen Dienst der Krankenkassen umwidmen, einer anderen Verwendung zuführen, um eben strukturell auch eine Antwort zu geben und eine Verbesserung zu erreichen. Frau Zollner, Sie sind als Krankenschwester im Bundestag sowas wie eine Exotin. Jetzt sagen Sie mir noch mal, warum ist in Schweden alles so viel besser als bei uns? Natürlich hat es damit was zu tun, dass wir uns eben jetzt auf den Weg machen müssen und dass man vielleicht hätte früher auch schon Schritte einleiten können. So, es ist wie immer in der Politik, es sind verschiedene Interessen, um die gestritten wird. Aber ich kann nur sagen, meine Generation kann sich da kein Zuwarten mehr erlauben, denn wir wissen, aufgrund des demografischen Wandels müssen wir spätestens bis 2030 Antworten geben. Wir haben eben die Herausforderung, unsere ältere Bevölkerung, unsere Kranken auch gut zu versorgen und deshalb muss es eine bessere Vergütung geben. Und da haben wir uns auf den Weg gemacht. Und da sind wir jetzt sozusagen an einem Scheidepunkt, weil die Zeit drängt. Und deswegen auch die Forderung von unserem bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holitschek, die ich vollumfänglich unterstütze, dass wir eben in der nächsten Legislatur grundlegend eine Reform der Pflege und auch der Finanzierung der Pflege benötigen. Noch ganz kurz, würden Sie unter den jetzigen Bedingungen wieder als Krankenschwester arbeiten? Das ist ein Mandat auf Zeit und das ist mein gelernter Beruf und deswegen würde ich das auch wieder tun, so wie es ganz viele Pflegekräfte auch tun. Aber ganz klar ist eben auch, dass wir die Situation nicht ausnutzen dürfen, in der die Pflegekräfte sind, die nämlich häufig sagen, ich habe mich um meine Patienten zu kümmern. Ich kann nicht irgendwie für auf Demonstrationen gehen. Diese Zeit, die fehlt dann im Krankenhaus, am Krankenbett. Und deshalb gilt es immer wieder, da den Finger in die Wunde zu legen. Aber ich plädiere sehr dafür, das mit Haltung zu tun. Beispielsweise
beispielsweise in Würzburg gibt es eine Aktion Dienstag. Und bei dieser Aktion ist es so, dass eben Pflegekräfte mit Haltung auf die Straße gehen, um auf ihre Herausforderungen aufmerksam zu machen und gleichzeitig beweisen, dass es tolle Menschen sind, die im Pflegeberuf sind und dass es eine tolle Arbeit ist, die wir tun dürfen. Das ist nämlich nicht nur irgendwas, sondern es geht auch um die Pflege von Beziehung. Und deswegen werden immer Pflegekräfte gebraucht. Und ich danke heute am Tag der Pflege wirklich allen, die gerade in dieser Pandemie über sich hinausgewachsen sind. Frau Zeuner, herzlichen Dank für dieses leidenschaftliche Plädoyer und Gespräch. Vielen Dank. Und das Interview haben wir aufgezeichnet.